Noch bis zum 5. März sind Schutzengelbilder aus 200 Jahren im Heimatmuseum Reutlingen zu sehen. Die Ausstellung führt vor allem ins 19., aber auch ins 20. Jahrhundert, als Gemälde und Plastiken von Schutzengeln vor allem im Zusammenhang mit Kindern sehr beliebt waren. Losgelöst von der ursprünglichen religiösen Bedeutung werden die Engel hier als hübsche weibliche Flügelwesen dargestellt. Die Bilder wurden industriell als Massenware produziert und hingen in dieser Zeit in zahlreichen Häusern, ganz gleich, ob die Bewohner katholisch oder evangelisch waren. Viele Objekte stammen aus der Privatsammlung Balon in Böblingen. Ergänzt wird die Ausstellung durch Darstellungen aus dem Magazin des Heimatmuseums.